Der Frankfurter Hauptbahnhof. In der Mitte Deutschlands gelegen, stellt er sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr einen der wohl wichtigsten Knoten im deutschen Schienenverkehr dar. So lassen sich auf den 25 Ober- und 4 unterirdischen Gleisen täglich fast 500.000 Reisende und an die 2.000 Zugabfahrten beobachten, womit der Frankfurter Hauptbahnhof nach dem Hamburger Bahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands ist. In diesem Video möchte ich euch den gigantischen Zugverkehr an diesem Bahnhof im Fahrplanjahr 2022 näher bringen. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit dem Fernverkehr. In Frankfurt halten 19 zweistündige Fernzuglinien, zwei davon halten allerdings nur am Flughafen und eine nur in Frankfurt Süd und am Flughafen. Alle anderen 16 halten am Hauptbahnhof. Wir beginnen zunächst mit den Zügen nach Ostdeutschland. Einmal pro Stunde verkehrt ein ICE nach Leipzig. In der ungeraden Stunde verkehrt zur Minute 19 ein ICE der Linie 50 nach Dresden. Der Erfurt in 2 Stunden und 20 Minuten, Leipzig in 3 Stunden und 8 Minuten und Dresden in knapp 4,5 Stunden erreicht. Zur geraden Stunde verkehrt zur Minute 14 ein ICE der Linie 11, dessen Zielbahnhof Berlin-Gesundbrunn ist. Dieser hält im Gegensatz zum Dresdner ICE nicht in Bad Hersfeld und Gotha und erreicht Erfurt daher schon nach 2 Stunden und 12 Minuten sowie Leipzig in etwas unter 3 Stunden. Berlin ist nach 4 Stunden und 15 Minuten erreicht. Beide Linien beginnen wie die meisten Fernzüge aber nicht in Frankfurt. Der Dresdner ICE verkehrt in der Gegenrichtung nach Wiesbaden. Abfahrt ist zur Minute 42 der geraden Stunde, wobei die Fahrt bis Wiesbaden 51 Minuten dauert. Auf dieser Linie sind 230 km/h schnelle ICE-T-Züge unterwegs. Meist wird in Doppeltraktion eines 7-Wagen-Zuges der Baureihe 411 und eines 5-Wagen-Zuges der Baureihe 415 gefahren. Ein Zugteil verkehrt dabei in der Regel nur bis Leipzig. Der Berliner ICE fährt in der Gegenrichtung immer zur Minute 50 der ungeraden Stunde weiter über Stuttgart nach München. Stuttgart ist nach 1 Stunde und 18 Minuten und München nach 3 Stunden und 37 Minuten erreicht. Hier kommen die 250 km/h schnellen ICE-4-Triebwagen zum Einsatz, in der Regel als 12, seltener als 13 Teiler. Ebenfalls gen Erfurt verkehrt auch ein ICE Sprinter. Es handelt sich um die Linie 15 Frankfurt-Berlin mit Halten nur in Erfurt und Halle. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur Minute 2 der ungeraden Stunde, also knapp 20 Minuten vor dem Dresdner ICE. Bis Erfurt benötigt der Zug etwas über 2, bis Berlin unter 4 Stunden. Der Zug um 7.02 Uhr beginnt von Montag bis Freitag bereits in Darmstadt, der um 9.02 Uhr von Montag bis Samstag bereits in Saarbrücken und der um 11.02 Uhr von Samstag bis Sonntag bereits in Stuttgart. Außerdem fährt jener um 7.02 Uhr in Berlin weiter nach Hamburg. In der Gegenrichtung verkehrt der Zug um 20.56 Uhr an Frankfurt weiter nach Saarbrücken und der um 22.56 Uhr an Frankfurt weiter nach Stuttgart. Auf diesen Strecken halten die Züge allerdings wie normale Fernzüge und stellen dort so keine Sprinterverbindungen dar. Diese Linie 15 ist im Jahr 2022 eine der buntesten im deutschen Fernverkehr. Von den insgesamt 7 Zugpaaren verkehren 3 mit 7-teiligen ICE 1, 2 mit 7-teiligen ICE 4 und je eines mit einem ICE 3 sowie mit einem ICE T. Einmal pro Stunde nach Berlin gelangt man aber auch über Braunschweig, wo ebenfalls 2 zweistündige Linien unterwegs sind. Lediglich den Abschnitt Frankfurt-Berlin bedient die Linie 13, die am Frankfurter Flughafen beginnt und ohne über den Hauptbahnhof zu fahren mit Halt in Frankfurt-Süd nach Berlin aufbricht. Abfahrt am Flughafen ist immer zur Minute 9 der geraden Stunde. 11 Minuten später, zur Minute 20, ist Abfahrt in Frankfurt-Süd.
Hier verkehren siebenteilige ICE-1-Triebwagen. Zwei Zugpaare werden von ICE-T übernommen. Hinzu kommt von Montag bis Freitag morgens ein Direktsprinter Frankfurt-Berlin ohne Zwischenhalt um 5.58 Uhr ab Frankfurt, ebenfalls mit einem ICE-T. Zum Stundentakt ergänzt sich die Linie 13 mit der Linie 12 Basel-Berlin, die aber über den Hauptbahnhof verkehrt und zusätzlich in Hanau und Wolfsburg hält. Abfahrt in Frankfurt nach Berlin ist immer zur Minute 14 der ungeraden Stunde. Der Berliner Hauptbahnhof wird mit dieser Linie in 4 Stunden und 15 Minuten erreicht. Das ist exakt genauso lange wie die Linie 11 über Leipzig benötigt und gut eine Viertelstunde langsamer als der Sprinter. In der Gegenrichtung wird zur Minute 50 der geraden Stunde abgefahren, wobei Karlsruhe nach 68 Minuten und Basel nach knapp 3 Stunden erreicht ist. Die Züge um 8.50 Uhr, 14.50 Uhr und 16.50 Uhr verkehren weiter bis Interlaken Ost in der Schweiz, wohin man dann etwas über 5 Stunden benötigt. Wie auch auf der Linie 11 verkehren hier ICE-4-Triebwagen in der 12-teiligen Variante. Jene Linien 11 und 12 ergänzen sich zwischen Mannheim und Fulda zum Stundentakt und bieten so in jeder Stunde eine Verbindung aus dem Südwesten gen Berlin, wobei aufgrund der leichten Versetzung dieser Linie mit ihren Ergänzern 13 und 50 auch Umsteigerverbindungen von Basel nach Dresden bzw. von München nach Berlin über Braunschweig möglich sind. Auch die beiden Zielbahnhöfe im Süden sind mittels Umstieg stündlich erreichbar, da beide Linien in Mannheim jeweils einen Umsteigeknoten mit den Linien 42 und 43 bilden. In der Stunde, in der die Linie 11 Berlin-München verkehrt, besteht Anschluss von und zur Linie 43 Köln-Basel, vereinzelt bereits ab Dortmund, die mit ICE-3-Triebwagen verkehrt. In der Stunde, in der die Linie 12 Berlin-Basel verkehrt, besteht Anschluss von und zur Linie 42 Hamburg-München über Ruhrgebiet, die mit ICE-4-Triebwagen verkehrt. Beide Linien halten zwar auch in Frankfurt, zur Zeitersparnis aber nur am Flughafen. Als nächstes widmen wir uns den Zügen nach Hamburg. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Abfahrt nach Hamburg ist immer zur Minute 58. Kassel wird nach 1 Stunde und 20 Minuten, Hannover nach 2 Stunden und 20 Minuten und Hamburg nach etwas über 3,5 Stunden erreicht. Die Züge um 5.06 Uhr, 7.58 Uhr, 13.58 Uhr und 16.58 Uhr fahren weiter nach Kiel. Bis dorthin benötigt man 4 3/4 Stunden. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 6 abgefahren. In der geraden Stunde geht es nach Zürich, zum Teil auch nur bis Basel, beziehungsweise um 5.50 Uhr, 10.06 Uhr und 14.06 Uhr sogar weiter bis Chur. Die Fahrt nach Karlsruhe dauert 1 Stunde, die nach Basel knapp 3 Stunden, die nach Zürich 4 Stunden und die nach Chur 5 Stunden und 20 Minuten. In der ungeraden Stunde hingegen wird nach Stuttgart gefahren. Die Züge machen einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen und benötigen bis Stuttgart 1,5 Stunden. Beide Linien verkehren mit ICE-4-Triebwagen, wobei auf der nach Zürich bevorzugt die 13-teiligen XXL-ICE eingesetzt werden. Auf der Stuttgarter Linie gibt es im Jahr 2022 noch ein letztes ICE-1-Zugpaar. Karlsruhe und Hamburg werden aber nicht nur durch die Linie 20, sondern auch die Linie 26 verbunden. Diese Linie nutzt im Gegensatz zur Linie 20 in der Regel die Altbaustrecken und hält 13 bis 15 Mal mehr. So erhalten auch Städte wie Darmstadt, Gießen oder Uelzen eine Fernverkehrsanbindung. Die Linie fährt im 2-Stunden-Takt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt nach Karlsruhe ist zur Minute 20 der ungeraden Stunde. Nach Heidelberg wird 53 Minuten lang gefahren und nach Karlsruhe 90 Minuten. Abfahrt nach Hamburg ist zur Minute 51 der geraden Stunde. Bis Kassel ist diese Linie 2 Stunden, bis Hannover 3 Stunden und bis Hamburg 4,5 Stunden unterwegs. Die Züge um 8.51 Uhr und 12.51 Uhr fahren weiter nach Stralsund bzw. je nach Wochentag und Jahreszeit auch teilweise darüber hinaus nach Binzerfrügen. Bis Rostock fahren die Züge 6,5 Stunden und bis Stralsund 7,5 Stunden.
Der Zug um 10.51 Uhr fährt nach Westerland auf Sylt, bis wohin man 8 Stunden und 15 Minuten unterwegs ist. Aufgrund des nötigen Lokwechsels fährt das Zugpaar nach Westerland nicht mit einem ICE-T-Triebwagen, sondern als lokbespannte IC-Garnitur mit einer Baureihe 101. Entsprechend fährt auch der Gegenzug 19.20 Uhr nach Karlsruhe lokbespannt. Von Frankfurt bis Heidelberg ergänzt sich die Linie 26 mit der Linie 62 zum Stundentakt, die im Zwei-Stunden-Takt Frankfurt mit verschiedenen Zielen in Österreich verbindet. Die Züge um 10.20 Uhr, 20.20 Uhr und 23.08 Uhr ab Frankfurt enden bereits in Stuttgart, jener um 18.20 Uhr bereits in München. Ansonsten geht es für die Züge um 8.20 Uhr und 14.20 Uhr nach Klagenfurt, für den um 12.20 Uhr nach Graz und für den um 16.20 Uhr nach Salzburg. Ein Zugpaar, Frankfurt-Stuttgart, fährt mit einem ICE 1 Siebenteiler, die Einzelleistung um 23.08 Uhr mit einem ICE T. Abgesehen davon liegt die Linie als letzte in Frankfurt noch in Händen der einstöckigen Intercity-Zügen mit E-Loks der Baureihe 101, weil in der Regel 8 Wagenzüge unterwegs sind. Eines der Klagenfurter Zugpaare, konkreter das um 8.20 Uhr an und um 19.40 Uhr ab Frankfurt, verkehrt mit einer ÖBB-Garnitur bestehend aus einer Taurus-Lok pro Zugende. Dieses Zugpaar verkehrt sogar mit Kurswagen in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Aus Gründen der Umlaufvereinfachung verkehrt auch ein Zugpaar Frankfurt-Stuttgart im Vor- bzw. Nachlauf dieses Eurocities mit der ÖBB-Garnitur. Bis Stuttgart dauert eine Fahrt mit der Linie 62 gut 1,5 Stunden und bis München knapp 4 Stunden. Darüber hinaus erreicht man Klagenfurt in 9, Graz in 10 und Zagreb in 12,5 Stunden. Bis Stuttgart ergänzen sich die Züge mit der Linie 22 aus Hamburg, die einen Umweg über den Flughafen nimmt, zu einem ungefähren Stundentakt. Ebenfalls in Österreich über Stuttgart verkehrt ein Railjet-Zugpaar Frankfurt-Wien, welches jedoch einen Abstecher über den Bodensee, den Arlberg und Innsbruck einlegt. Abfahrt in Frankfurt ist um 5.54 Uhr. Friedrichshafen ist in Wut 4 und Lindau in 4,5 Stunden erreicht. Bis Bludenz dauert die Reise 5,5 und bis Innsbruck 7,25 Stunden. Wien wird erst nach 11,5 Stunden erreicht. Samstags und sonntags gibt es einen weiteren Railjet-Zug um 5.17 Uhr ab Frankfurt, der auf direktem Wege über München gen Wien verkehrt und dessen Zielbahnhof Budapest-Keleti ist. Bis dorthin dauert die Reise 11 Stunden. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt um 0.42 Uhr der entsprechende Gegenzug in Frankfurt an. Neben diesen Fernzügen nach München über Stuttgart gibt es auch stündlich einen Zug über Nürnberg. Es handelt sich um die stündliche Linie 41 Ruhrgebiet München, auf der die 330 km/h schnellen ICE 3 zum Einsatz kommen. Als einzige Linie am Frankfurter Hauptbahnhof ist diese im Stundentakt unterwegs. Abfahrt nach München ist immer zur Minute 54. In Nürnberg erreicht der Zug nach 2 Stunden und München nach 3 Stunden und 15 Minuten, womit er 20 Minuten schneller ist als die Züge über Stuttgart. In Ingolstadt halten die nur 6 Züge pro Tag und Richtung. Der Zug 9.54 Uhr ab Frankfurt fährt am Samstag weiter bis Garmisch-Partenkirchen, für den er 4 Stunden und 48 Minuten benötigt. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 10 nach Dortmund. Während alle Züge dieser Linie in Siegburg-Bonn halten, werden die Bahnhöfe Limburg-Süd und Montabaur nur sehr vereinzelt bedient. Von Montag bis Freitag gesellen sich zur Linie 41 zwei Zugpaare der ICE-Sprinter-Linie 2, die von Düsseldorf nach München und zurück verkehren und dabei nur in Köln-Messe-Deutz am Frankfurter Flughafen und in Nürnberg halten. Abfahrt am Frankfurter Flughafen gen Düsseldorf ist um 8.42 Uhr und 20.41 Uhr, wobei die Fahrzeit jener der Linie 41 auf diesem Abschnitt gleicht, da ja ebenfalls nur in Köln-Messe-Deutz gehalten wird. In der Gegenrichtung wird um 7.19 Uhr und 17.19 Uhr ab Frankfurt Flughafen gefahren, wobei gen München eine halbe Stunde Fahrzeit gegenüber der Linie 41 eingespart werden kann. Unterwegs sind auch hier ICE-3-Triebwagen in der Regel in Doppeltraktion, wobei einzelne Zugpaare auch von ICE-3-Velaro-Zügen übernommen werden können. Der Abschnitt Frankfurt-Köln wird aber neben der Linie 41 und den bereits bekannten ICEs Basel-Köln und München-Hamburg, die nur am Frankfurter Flughafen halten, auch noch von weiteren Zügen bedient.
Einmal pro Stunde startet in Frankfurt ein ICE International, bei dem es sich immer im Wechsel um einen der Linie 78 Frankfurt-Amsterdam und einen der Linie 79 Frankfurt-Brüssel handelt. Jener nach Amsterdam verlässt Frankfurt in der Regel zu den Minuten 26 oder 28 der ungeraden Stunde und benötigt bis Amsterdam 4 Stunden. Jener nach Brüssel verkehrt zu den Minuten 26 oder 28 der geraden Stunde und erreicht sein Ziel bereits in etwas über 3 Stunden. Auf beiden Linien kommen ausschließlich IC3-Triebwagen zum Einsatz. Da von den bisher vorgestellten Linien die allermeisten in Limburg Süd, Montabaur und Köln-Bonn Flughafen keinen Halt einlegen, existieren mit der Linie 49 weitere Züge, die nur von Frankfurt nach Köln, vereinzelt auch weiter nach Dortmund verkehren und alle Halte entlang der Schnellfahrstrecke bedienen. Die Linie fährt in der Regel zu Minute 16 ab Frankfurt, jedoch ohne festen Takt und wird unterwegs meist vom ICE nach Brüssel oder Amsterdam überholt. Hier werden IC3, zum Teil auch IC3 Velaros eingesetzt. Ebenfalls in Köln, allerdings entlang des Rheins über Mainz und Koblenz, verkehrt die Linie 91 Wien-Dortmund. Abfahrt gen Dortmund ist immer zur Minute 44 der ungeraden Stunde, wobei Koblenz nach 1,5 Stunden, Bonn nach 2 Stunden, Köln nach 2,5 Stunden und Dortmund nach 3,75 Stunden erreicht wird. Sie ergänzt sich dabei bis Mainz mit der ICE-Linie 50 Dresden-Wiesbaden zum Stundentakt, von der es in Mainz immer Anschluss an die IC-Linie 30 Stuttgart-Hamburg besteht, die dann ab Mainz unsere Linie 91 wiederum zum Stundentakt ergänzt. Der Zug um 6.43 Uhr verkehrt als Intercity und weiter nach Westerland auf Sylt. In der Gegenrichtung geht es immer zu Minute 20 der geraden Stunde über Nürnberg und Linz nach Wien, wobei bis Nürnberg ein 30-60-Minuten-Takt mit der Linie 41 entsteht. Der Zug um 10.22 Uhr ab Frankfurt verkehrt nicht nach Wien, sondern nach München, wobei in Nürnberg dann ein Umstieg auf einen ICE Hamburg-Wien möglich ist. Eine Fahrt von Frankfurt nach Regensburg dauert 3 Stunden, eine nach Linz 5 Stunden und eine nach Wien knapp 6,5 Stunden. Auf allen Zügen von und nach Wien verkehren ICE-T-Triebwagen. Auf jenen, die in den Tagesrandlagen bereits in Deutschland, zum Beispiel in Nürnberg, Regensburg oder Passau enden, sind ICE-1-Garnituren in der 12-teiligen Variante unterwegs. Zuletzt verkehrt in Richtung Ruhrgebiet noch die zum Dezember 2021 neu eingeführte IC-Linie 34, die über Wetzlar und Siegen verkehrt und deren Zielbahnhof Münster ist. Dabei geht es zum Teil über Dortmund und zum Teil über Unna. Einmal täglich wird über Münster hinaus bis Nordreich-Mohle gefahren. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur Minute 26 der geraden Stunde auf Gleis 16. Wetzlar ist nach 51 Minuten, Siegen nach 1,5 Stunden und Münster nach 4 Stunden erreicht. Sofern es über Dortmund geht, dauert eine Fahrt bis dorthin 3,5 Stunden. Der Zug nach Nordreich-Mohle erreicht sein Ziel in 6 Stunden und 50 Minuten. Zum Einsatz kommen Intercity 2 Garnituren mit E-Loks der Baureihe 147. Die letzte regelmäßig verkehrende Linie in Frankfurt ist noch die Linie 82 nach Paris. Sie bildet zwar keinen festen Takt, fährt aber im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden. Die 6 täglichen Züge verlassen Frankfurt immer zur Minute 58. 4 Züge fahren über Saarbrücken und 2 über Straßburg. Von beiden Relationen verkehrt ein Zugpaar als französischer TGV-Zug. Der Rest verkehrt mit ICE Velaro-Zügen der Deutschen Bahn. Beide bringen es auf 320 km Höchstgeschwindigkeit, die auf den französischen Neubaustrecken auch ausgefahren werden kann. Die Fahrzeit nach Paris beträgt über Straßburg 3,75 Stunden und über Saarbrücken knapp 4 Stunden. Um 13.58 Uhr verkehrt ab Frankfurt zusätzlich noch ein TGV nach Marseille am Mittelmeer. Bis dorthin dauert die Fahrt knapp 8 Stunden.
Ein weiteres exotisches Super in Frankfurt ist noch der Eurocity Express nach Mailand in Italien, der Frankfurt um 8.01 Uhr verlässt. Für seine Fahrt benötigt der Zug 7,5 Stunden. Es kommen die Schweizer Triebwagen vom Typ ETR 610 zum Einsatz. Über die hier vorgestellten Züge hinaus gibt es noch verschiedene Verstärker und Einzelleistungen, die hier nicht weiter erwähnt werden können. Bevor wir das Kapitel Fernverkehr jedoch abschließen, wollen wir noch einen Blick auf die in Frankfurt verkehrenden Nachtzüge werfen. Täglich verkehren Nightjets der ÖBB von Zürich nach Berlin und Hamburg sowie von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, dreimal pro Woche mit Zugteil nach Brüssel, die mit Ausnahme des Zuges der Relation Zürich-Hamburg-Berlin alle nicht über den Hauptbahnhof fahren. Über den Frankfurter Hauptbahnhof fahren dafür die Nacht-ICEs der Deutschen Bahn, die jedoch im Gegensatz zu den ÖBB-Zügen aus normalen, auch tagsüber verkehrenden Zügen gebildet sind. Konkret handelt es sich hierbei um die täglichen Zugpaare Berlin-Leipzig-Frankfurt-Stuttgart-München, Kiel-Hamburg-Ruhrgebiet-Frankfurt-Stuttgart-München, Hamburg-Ruhrgebiet-Koblenz-Frankfurt und Dortmund-Siegen-Frankfurt-Karlsruhe-Stuttgart, sowie Sonntag auf Montag zusätzlich ein Zug von Basel nach Berlin und einer von Berlin nach Frankfurt, letzterer als einstöckiger IC. Der Rest verkehrt mit den für die entsprechenden Linien jeweils üblichen Fahrzeugen. Gerade bei den längeren Leistungen findet ohnehin ein Teil der Fahrt tagsüber statt, wo die Züge dann in der Regel in die normalen Tageskonzepte eingebettet sind. So stellt zum Beispiel der Nacht-IC Stuttgart-Dortmund nur zwischen Stuttgart und Frankfurt einen zusätzlichen Nachtzug dar, während er zwischen Frankfurt und Dortmund als regulärer erster IC des Tages der Linie 34 verkehrt. Mit der Ausfahrt der Werbelok 101013 schließen wir jetzt das Kapitel Fernverkehr ab und widmen uns im Folgenden dem Regionalverkehr. Wir starten zunächst mit den Zügen gen Gießen, also jenen der Main-Weser-Bahn. Diese fahren immer von den Gleisen 11 bis 16 ab. Immer zu Minute 21 der ungeraden Stunde bricht meist auf Gleis 15 ein RE30 nach Kassel auf. Diese zweistündige Linie besitzt nur 11 Unterwegshalte und damit gerade einmal 4 mehr als die ICE-Linie 26. Zum Einsatz kommen hier Dosto-Garnituren, die von einer Baureihe 146.3 gezogen werden. Sie bestehen aus drei gemischtklassigen Dosto 94 Mittelwagen, zwei reinen zweite Klasse Dosto 97 Mittelwagen, einem erst 2012 neu beschafften zweite Klasse Dosto 07 Wagen mit extra großem Fahrradabteil und einem zweite Klasse Steuerwagen, bei dem es sich immer entweder um einen Dosto 94 oder 97 handelt. Der Wagenpark bietet damit einen Misch aus verschiedenen Doppelstockwagentypen der dritten und vierten Generation, die sich jedoch seit einer 2015 abgeschlossenen Modernisierung in identischem und zeitgemäßem Look präsentieren. Insgesamt bringt es eine solche Garnitur auf 60 erste und 785 zweite Klasse Sitzplätze. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Mit dem RE30 dauert eine Fahrt bis Gießen 40 Minuten, eine bis Marburg 58 Minuten und eine bis Kassel 2 Stunden und 13 Minuten. Bis Marburg ergänzt sich dieser zweistündige RE30 mit dem ebenfalls zweistündigen RE98 zum Stundentakt. Der Zielbahnhof dieses RE98 ist zwar ebenfalls Kassel, allerdings hält er ab Kirchhain nördlich von Marburg dann überall und benötigt daher 20 Minuten länger bis Kassel, weshalb man nördlich von Marburg von keiner Taktergänzung mehr sprechen kann.
Der RE98 führt bis Gießen immer einen zweiten Zugteil als RE99 nach Siegen mit, der dann auf der gesamten Strecke als RE verkehrt und sich mit der IC-Linie 34 zu einem groben Stundentakt ergänzt. Die Hessische Landesbahn setzt hier 160 km/h Stelle 3 und 5 Teiler des Fahrzeugtyps Flirt 2 ein. Ein Dreiteiler besitzt 206 und ein Fünfteiler 316 Sitzplätze. Bei beiden Varianten sind davon 16 Plätze der ersten Klasse zugeordnet. Normalerweise verkehrt sowohl der RE98 als auch der RE99 mit je einem Fünfteiler. Die Dreiteiler verkehren meist im Berufsverkehr zusätzlich in der Mitte des Zuges bis Gießen oder Marburg. Diese Kombination bringt es dann auf insgesamt 838 Plätze. Die Züge verlassen Frankfurt immer zur Mitte 21 der geraden Stunde, meist von Gleis 16. Eine Fahrt bis Gießen dauert wie mit dem RE30 40 Minuten, der RE98 erreicht Kassel nach 2,5 Stunden und der RE99 Siegen nach 1 Stunde und 45 Minuten. Um 17.31 Uhr ab Frankfurt gibt es noch einen RE99 Verstärker, der den Umweg über Gießen auslässt und so bereits nach 1 Stunde und 34 Minuten in Siegen ist. Während der RE98 erst ab Kirchhain überall hält, tut der Mittelhessen-Express dies bereits früher. Einmal pro Stunde startet ein aus mindestens zwei Zugteilen bestehender Zug am Frankfurter Hauptbahnhof. Zur ungeraden Stunde gibt es einen sogenannten schnellen Mittelhessen-Express zur Minute 51, der nur in Frankfurt-West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und Gießen nach 44 Minuten erreicht. Zur geraden Stunde hingegen gibt es einen langsamen Mittelhessen-Express zur Minute 29, der zusätzlich in Bad Vilbel und ab Friedberg überall hält und Gießen damit erst nach einer knappen Stunde erreicht. Immer in der Stunde, in der dieser langsame Mittelhessen-Express fährt, gibt es zur Minute 51 den ICE der Linie 26 in Richtung Gießen. Mit RE30, 98, 99, dem schnellen Mittelhessen-Express und der ICE Linie 26 ergibt sich dann ein 30-Minuten-Takt zwischen Frankfurt und Gießen. Nördlich von Gießen halten alle Züge des Mittelhessen-Express überall und ergänzen sich zum Stundentakt. Der vordere Teil fährt als RB41 nach Dreisa, zum Teil nur bis Stadtallendorf oder Marburg, während es für den hinteren Zugteil als RB40 nach Dillenburg geht. Die Züge fahren bunt gemischt von den Gleisen 14 bis 16 ab. Eine Fahrt nach Marburg dauert zwischen 82 und 94 Minuten, eine bis Dreisa zwischen 1 Stunde 52 und 2 Stunden 9. Bis Dillenburg benötigen die Züge 1,5 bis 1,75 Stunden. Auf dem Mittelhessen-Express ist die DB Regio mit 160 km/h schnellen vierteiligen Talent 2 Zügen unterwegs, die 229 Sitzplätze bieten. In der HVZ fahren ähnlich wie auf dem RE98-99 drei Zugteile, bei denen dann gerne Dreiteiler in der Mitte mit eingereiht werden. Insgesamt kommt man dann auf bis zu 687 Sitzplätze. Zu diesem dargelegten Konzept kommen im Berufsverkehr etliche Verstärker hinzu. So wird der sonst nur zweistündige langsame Mittelhessen-Express durch zusätzliche Züge zum Halbstundentakt ergänzt. Diese Verstärker werden trotz der Bedienung jener Halte des langsamen Mittelhessen-Express als RE30 bezeichnet und fahren mit den entsprechenden Dosto-Garnituren. Sie enden in der Regel in Gießen oder Marburg. Zuletzt gibt es auf der Main-Weser-Bahn noch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Die Züge fahren immer zur Minute 46 von Gleis 14 oder 16 ab und benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 9 Minuten. Von Montag bis Freitag wird dabei zwischen 16 und 18 Uhr alle halben Stunden gefahren. Zum Einsatz kommen Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 120 km/h schnellen Fahrzeuge bieten ca. 110 Sitzplätze, weil im Berufsverkehr bis zu drei Einheiten zum Einsatz kommen können, die dann 330 Sitzplätze bieten. Doch da auch das nicht genug für die vielen Pendler auf dieser Strecke ist, fahren die Züge um 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt nicht mit 642ern, sondern mit vier Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Zwei Verstärker mit selbigem Zugmaterial gibt es auch auf der RB48 nach Nidda, die ansonsten nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof kommt.
Während die Verstärker morgens alle getrennt nach Frankfurt fahren, sind sie am Nachmittag bis Bad Vilbel als gemeinsame 8-Wagen-Sandwich-Garnitur unterwegs. Die beiden 4-Wagen-Garnituren bieten jeweils 470 Sitzplätze. Neben den beiden Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB 48 noch einen weiteren Verstärker ab Frankfurt, der von der HLB mit 2646ern unterwegs ist. Dieser fährt um 18.44 Uhr ab Frankfurt und benötigt bis Nidda 1 Stunde und 15 Minuten. Nachdem wir das Kapitel Main-Weser-Bahn jetzt abgehakt haben, machen wir weiter mit den Zügen in Richtung Hanau, die Frankfurt in der Regel von den Gleisen 4 bis 13 verlassen. Starten wir mit den Zügen auf der Kinzigtalbahn in Richtung Fulda. Hier sind die beiden stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach unterwegs. Die RB51 hält ab Hanau und der RE50 ab Wächtersbach überall. Hinzu kommt 3 bis 4 Mal täglich der RE5, auch bekannt als sogenannter Hessen-Express, von Frankfurt nach Bebra, der nur in Frankfurt Süd, Hanau, Bad Soden-Salmünster, Schlüchtern, Fulda, Hünfeld und Bad Hersfeld hält. Er verlässt Frankfurt Hauptbahnhof täglich um 8.18 Uhr, 14.18 Uhr und 20.15 Uhr, von Montag bis Freitag auch zusätzlich um 18.18 Uhr. Bis Fulda benötigt man mit diesen Zügen nur 1 Stunde und 13 Minuten. Bis Bad Hersfeld 1 Stunde und 44 Minuten und bis Bebra 1 Stunde und 55 Minuten. Der RE50 startet in Frankfurt immer zur Minute 26 von den Gleisen 4 bis 8. Er benötigt bis Hanau 20 Minuten und bis Fulda 1 Stunde und 23 Minuten, womit er 10 Minuten langsamer ist als der RE5. Da die Züge in der Gegenrichtung immer zur Minute 28 in Frankfurt ankommen, um eine 58-minütige Wendezeit auf den vielbefahrenen mittleren Gleisen des Hauptbahnhofs vermeiden will, wendet der angekommene RE50 immer auf die RB51 nach Wächtersbach, die dann zur Minute 42 von den Gleisen 10 bis 13 aufbricht. Gleiches Prozedere gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Die RB51 benötigt bis Hanau ebenfalls 20 Minuten und bis Wächtersbach genau 1 Stunde. Sowohl auf dem RE50 als auch auf der RB51 gibt es von Montag bis Freitag je 3 Verstärker im Berufsverkehr. Die RE50-Verstärker fahren in Frankfurt um 15.50 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, beziehungsweise freitags alle 1 Stunde früher, und benötigen bis Fulda über 1,5 Stunden, da sie zahlreiche Fernverkehrsüberholungen im vielbefahrenen Kinzigtal in Kauf nehmen müssen. Der Zug um 15.50 Uhr fährt dabei weiter bis Bebra, wohin er 2 Stunden und 21 Minuten benötigt. Auch der vorletzte Zug des Tages um 22.26 Uhr ab Frankfurt fährt weiter bis Bebra, der aufgrund der wegfallenden Fernverkehrsüberholungen trotz der Tatsache, dass er auch hinter Fulda überall hält, nur 2 Stunden und 15 Minuten braucht. In der Gegenrichtung gibt es morgens einen Verstärker weniger, dafür aber einen zusätzlichen Hessen-Express zwischen Fulda und Frankfurt. Auf der RB51 gibt es wie angesprochen ebenfalls 3 Verstärker, die um 16.02 Uhr, 17.02 Uhr und 18.02 Uhr ab Frankfurt fahren. Der Zug um 17.02 Uhr fährt dabei allerdings nicht ab dem Frankfurter Hauptbahnhof, sondern startet aufgrund der so hohen Auslastung erst in Frankfurt Süd. Zum Einsatz kommen auf allen drei Linien Doppelstockwagen. Auf dem RE5 handelt es sich um 4-Wagen-Garnituren mit unmodernisierten Dosto 97 und E-Loks der Baureihe 146.3. Auf RE50 und RB51 sind es 6 Wagenzüge, bestehend aus denselben Doppelstockwagen wie auf dem RE30, nur mit einem reinen 2. Klasse Wagen weniger. Gezogen bzw. geschoben wird etwa die Hälfte der Umläufe wie beim RE5 von 146.3 E-Loks
Der Rest wird größtenteils von Vectrons übernommen. Auf mindestens einem Umlauf, ist allerdings auch im Fahrplanjahr 2022 entgegen meiner Aussage im Fahrplanwechselvideo meist noch eine 114 anzutreffen. Im Berufsverkehr werden die RE50-Züge um 15.26 Uhr, 16.26 Uhr und 17.26 Uhr verlängert, wobei dann bei ersteren Zügen zwei, bei letzterem sogar drei Wagen eine zusätzliche Lok vor den Steuerwagen angehangen werden, was die Sitzplatzanzahl auf über 1000 steigen lässt. Diese verlängerten Garnituren können so auch bei Fußballspielen zum Einsatz kommen. Außerdem verkennen die Verstärker der RB51 einzelne RBs in den Tagesrandlagen sowie ein mittäglicher RE-Verstärker Fulda-Frankfurt mit Garnituren ähnlich denen des Hessen-Expresses. Weiter geht's mit den Zügen auf der Main-Spessart-Bahn, sprich der Bahnstrecke über Aschaffenburg nach Würzburg. Hier verkehrt im Stundentakt der Main-Spessart-Express, bei dem es zwei Fahrtmöglichkeiten gibt. Zum einen den zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch verkehrenden RE54 und zum anderen den südmainisch verkehrenden RE55. Meist sind die Züge immer im Wechsel anzutreffen, zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ein RE54 und zur geraden ein RE55. Ausnahmen gibt es im Berufsverkehr, zu dem alle Züge als RE55 fahren, und zur Schwachverkehrszeit, sprich spätabends und sonntagvormittags, zu der alle Züge als RE54 fahren. Da die Züge hier in Frankfurt etwa eine Stunde Wendezeit haben, aber auf den schon angesprochenen stark frequentierten Mittelgleisen fahren, werden sie zwischendurch abgestellt. Meist etwa 10 bis 15 Minuten vor Abfahrt werden sie dann wieder bereitgestellt. Der RE54, der in der Regel zur ungeraden Stunde abfährt, startet zur Minute 30 und der in der Regel zur geraden Stunde abfahrende RE55 zur Minute 34. Gleistechnisch sind Abfahrten von 4 bis 10 bunt gemischt anzutreffen. Die Züge benötigen bis Hanau 21 Minuten, bis Aschaffenburg 41 Minuten und bis Würzburg 1 Stunde und 47 Minuten. Der RE54 ist jeweils 4 Minuten länger unterwegs. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt, also meistens der RE54, fährt in der Regel weiter nach Bamberg. Eine Fahrt bis dorthin dauert 3 Stunden. Am Wochenende gibt es mit dem Freizeitexpress Frankenland noch zweimal täglich um 9.01 Uhr und 15.01 Uhr ab Frankfurt einen 15 Minuten schnelleren Zug nach Bamberg, der zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzt. Auf all diesen Zügen kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 zum Einsatz. Es handelt sich um 160 km/h schnelle 4-Wagen-Züge mit ca. 320 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr gibt es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Der RE54 verkehrt wie angesprochen zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch und hält dort überall. Er fügt sich hier in ein Ergänzungskonzept ein, das insgesamt ein halbstündiges Angebot vorsieht. Zum zweistündigen RE54 kommt um eine halbe Stunde versetzt die RB58 Rüsselsheim-Opelberg-Laufach, zum Teil erst ab Frankfurt Stadion, hinzu, die allerdings nicht über den Frankfurt Hauptbahnhof verkehrt, da dieser nicht die entsprechenden Kapazitäten aufweisen kann. Abfahrt in Frankfurt Süd nach Laufach ist immer zur Minute 2, Hanau wird nach 18 Minuten, Aschaffenburg nach 45 Minuten und Laufach nach 1 Stunde und 4 Minuten erreicht. Im Berufsverkehr enden die Züge bereits in Aschaffenburg, da dann zwischen Aschaffenburg und Gemünden eine separate Regionalbahn verkehrt. In der Gegenrichtung wird zur Minute 58 abgefahren, der Frankfurter Flughafen, an dem die Züge im Übrigen am Fernbahnhof halten, wird nach 14 Minuten und das Rüsselsheimer Opelwerk nach 25 Minuten erreicht. Die RB58 wird von der HLB mit 3- und 4-teiligen Triebwagen der Baureihe 1440 betrieben, ein 3-Teiler verfügt über 185 und ein 4-Teiler über 239 Sitzplätze.
da beim so dargelegten Konzept mit stündlicher RB 58 und zweistündigem RE 54 immer in der Stunde, in der ein RE 55 verkehrt, eine nordmannische Taktlücke entsteht, verkehrt zu diesen Stunden eine zusätzliche RB 58 zwischen dem Frankfurter und dem Hanauer Hauptbahnhof, ebenfalls von der HLB mit 1440 Triebwagen, deren Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Gleissituation in Frankfurt mit der des RE 54 übereinstimmt, einschließlich der Tatsache, dass auch die RB 58 immer in ihrer Wendezeit weggestellt wird. Der Takt dieser zusätzlichen RB 58 Züge ist abhängig von RE 54 und 55. Während zum Beispiel die Züge nach Gießen alle sehr schön verteilt fahren und einen Halbstundentakt bilden, sind die nach Hanau sehr ungleichmäßig verteilt. So fahren zwischen den Minuten 25 und 45 drei bis fünf Regionalzüge nach Hanau, dafür über die restliche Stunde verteilt, bis auf Verstärker keine. Dafür fahren dann zwischen den Minuten 50 und 20 vier bis sechs Fernzüge über diese Strecke. Ähnlich schnelle Züge auf vielbefahrenen Strecken in Blöcken fahren zu lassen, ergibt zwar, wie am Beispiel der Strecke nach Hanau gut zu sehen, ungleichmäßige Vertaktungen, ist allerdings trassentechnisch deutlich sinnvoller, da so unnötig viele Überholungen vermieden werden können. Vorausgesetzt natürlich, die Züge sind pünktlich. Nach Hanau gibt es zu guter Letzt noch den RE 85 in den Odenwald, der meist im 2-Stunden-Takt verkehrt. Der Zielbahnhof des Zuges ist unter der Woche Großumstadt Wiebelsbach. Zwei Züge im Berufsverkehr und der RE 85 am Wochenende fahren weiter bis Erbach. Abfahrt ist zur Minute 38 der geraden Stunde meist auf Gleis 12. Die Fahrt bis Hanau dauert 18 Minuten und die bis Wiebelsbach 59 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 20 Minuten. Zusätzlich zum RE 85 gibt es noch einen Verstärker der Linie RB 86 nach Großumstadt-Wiebelsbach, der Frankfurt um 17.42 Uhr verlässt und bis Hanau nordmännisch verkehrt. Da der RE 85 theoretisch ebenfalls eine knappe Stunde Wendezeit in Frankfurt hätte, ist er umsteigefrei mit der RB 82 verbunden, die ebenfalls alle zwei Stunden in den Odenwald verkehrt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Hier fahren alle Züge bis Erbach, im Berufsverkehr ist diese Linie stündlich unterwegs und es fahren einzelne Züge weiter bis Eberbach. Abfahrt ist für diese Linie in Frankfurt immer zur Minute 25 der ungeraden Stunde, ebenfalls auf Gleis 12. Bis Darmstadt Nord dauert die Fahrt 19 Minuten, bis Großumstadt Wiebelsbach 50 Minuten und bis Erbach 1 Stunde und 23 Minuten. Das Netz der Odenwaldbahn wird von der Vias betrieben, die hier 140 km/h schnelle Dieseltriebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt, einsetzt. Ein solcher Triebwagen bietet 119 Sitzplätze. Auf der Odenwaldbahn kommt es zum Einsatz von bis zu drei Zugteilen. Auf der RB 86, also dem Verstärker um 17.42 Uhr ab Frankfurt, kommen keine 615, sondern 622 Triebwagen zum Einsatz. Die RB 82 verlässt Frankfurt in Richtung Main-Neckar-Bahn, womit wir uns der nächsten Richtung widmen. Auch diese Züge sind alle noch auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen, nutzen dabei allerdings vorzüglich den Bereich 10 bis 13. Bevor wir uns den Zügen nach Darmstadt widmen, schauen wir uns noch die Dreieichbahn nach Dieburg an, auf der die stündliche RB 61 verkehrt, die Frankfurt in der Regel zur Minute 15, meistens auf den Gleisen 10 bis 13 verlässt. Eine Fahrt nach Rödemark über Roden dauert 35 Minuten und eine nach Dieburg 49 Minuten. Vom Abfahrts- und Taktsystem wird im morgendlichen Berufsverkehr stark abgewichen. Unter anderem gibt es hier einen nicht von der DB Regio, sondern von der Vias betriebenen Zug um 8.32 Uhr an Frankfurt. Und der Zug um 8.06 Uhr an Frankfurt endet nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt Süd. Nachmittags gibt es zudem zusätzliche Verstärker um 16.39 Uhr, 17.40 Uhr und 18.44 Uhr ab Frankfurt Süd, die bis Rödermark-Oberroden verkehren. Eingesetzt
werden auf dieser Linie bis auf den Vias-Verstärker Dieseltriebwagen des Typs PESA in zweiteiliger Ausführung als Baureihe 632 mit 110 Sitzplätzen und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 633 mit 160 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr sind auch Züge mit zwei Dreiteilern und somit insgesamt 320 Sitzplätzen an der Tagesordnung. Vereinzelt können aber auch noch die älteren 642er zum Einsatz kommen, die jedoch in den meisten Fällen nur zwischen Dreieich-Buchschlag und Oerode-Markober-Roden pendeln und so selten den Frankfurter Hauptbahnhof erreichen. Jetzt aber zu den Darmstädter Zügen, die in der Regel alle halben Stunden verkehren. Immer zur Minute 6 startet in Frankfurt eine Regionalbahn mit zwei Zugteilen, die die Liniennummern RB 67 und 68 tragen. Nach 20 Minuten sind diese Züge in Darmstadt, nach 52 in Bensheim, nach 66 in Weinheim und nach 89 in Neuedingen-Friedrichsfeld. 28 Minuten später startet immer zur Minute 34 der RE 60, der die RB 67-68 bis Darmstadt zum Halbstundentakt ergänzt. Dann jedoch deutlich schneller ist und so Bensheim schon nach 33 Minuten, Weinheim nach 49 und Neuedingen-Friedrichsfeld nach 59 Minuten erreicht. Er holt so die deutlich langsamere Regionalbahn bis hierhin ein und nimmt so immer Anschlussreisende nach Mannheim auf, wo er dann nach einer Stunde und 7 Minuten seit Frankfurt Hauptbahnhof ankommt. Die Regionalbahn hingegen verkehrt nach der in Neuedingen erfolgten Zugteilung zum einen als RB 67 nach Schwetzingen bzw. im Berufsverkehr weiter nach Hockenheim, zum anderen als RB 68 nach Heidelberg sowie von Montag bis Freitag in der Regel weiter bis Wiesloch-Walldorf. Heidelberg erreicht man dann nach anderthalb Stunden, am Wiesloch-Walldorf nach 1¾ Stunden. Eine Fahrt nach Schwetzingen dauert 1 Stunde und 38 Minuten, allerdings kann dorthin aufgrund des längeren Aufenthalts dieses hinteren Zugplatz in Neuedingen-Friedrichsfeld auch eine Umsteigerverbindung mit dem RE 60 in Anspruch genommen werden, wodurch man entsprechend 28 Minuten Zeit einspart. Einzige Ausnahme ist die Verbindung um 17.06 Uhr ab Frankfurt, da anstelle des 17.34 Uhr abfahrenden RE dann ein Regionalbahnverstärker verkehrt. Darüber hinaus gibt es sowohl auf der Regionalbahn als auch auf dem Regionalexpress aufgrund der Rücksichtnahme auf diverse Fernzüge auch kleinere Abweichungen im Minutenbereich. Bei einem RE muss deshalb sogar der Halt in Langen ausfallen. Zuletzt sei noch zu nennen, dass es in den Tagesrandlagen auch etliche bereits in Darmstadt endende RE-Züge gibt, sowie morgens einen Verstärker RE Mannheim-Frankfurt und einen Verstärker RE Darmstadt-Frankfurt. Letztere fällt aufgrund seines Fahrzeugeinsatzes klar auf, denn er verkehrt anders als die restlichen Züge mit einer Garnitur des RE 50 samt Verlängerung. In etwa genauso lange wie der RE 60 benötigt auch der RE 70 nach Mannheim, der über die Riedbahn fährt und in Frankfurt immer zur Minute 12, also tatsächlich auch wieder um etwa eine halbe Stunde zum RE 60 versetzt, abfährt. Die Linien RE 60, RB 67, RB 68 und RE 70 bilden zusammen das Netz des Main-Neckar-Ried-Express, auf dem Twindex-Doppelstock-Triebwagen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum Main-Spessart-Express tragen die hier eingesetzten Twindexe aber die Baureihennummer 446, da sie einen etwa 20 cm höheren Einstieg für einen optimalen Mischbetrieb mit der Baureihe 425 besitzen. Hier kommen sowohl drei- als auch vierteilige Triebzüge zum Einsatz. Ein Dreiteiler bietet 270 und ein Vierteiler 383 Sitzplätze. Auf der RB 67 bzw. 68 kommen wegen der Zugteilung immer Doppeltraktion, meist aus zwei Vierteilern zum Einsatz, die dann bis zu 766 Sitzplätze bieten. Auf den Linien RE 60 und RE 70 sind im Berufsverkehr ein 4 plus ein Dreiteiler unterwegs, sonst fährt meist ein Vierteiler. Die Fahrzeuge sind alle 160 km/h schnell. Der RE 70 startet in der Regel auf Gleis 17 und fährt in Richtung Frankfurt-Niederrad aus, was auch alle südmännischen Züge nach Mainz tun. Hier verkehren die beiden sich zum Stundentakt ergänzenden Linien RE 2 Frankfurt-Koblenz und RE 3 Frankfurt-Saarbrücken, die somit in einem jeweiligen 2-Stunden-Takt verkehren. Der RE 3 verlässt Frankfurt immer zur Minute 8 der geraden Stunde von verschiedenen Gleisen, meistens jedoch 20 oder 21,
und erreicht Mainz nach 41 Minuten, Bad Kreuznach nach 1 Stunde und 12 Minuten und Saarbrücken nach etwas über 3 Stunden. Fast 20 Minuten schneller sind die beiden Verstärker um 17.26 Uhr und 19.25 Uhr ab Frankfurt, die zwischen Frankfurt und Mainz seltener halten und einige längere Aufenthalte bzw. Fahrplanpuffer auslassen. Hinter Bad Kreuznach ergänzen sich die Verstärker und die regulären Züge dann auch zu einem reinen Stundentakt. Betreiber des RE3 ist die Privatbahn Flex, ein Tochterunternehmen der Länderbahn, welche Triebwagen der Baureihen 620 und 622 einsetzt. Wobei die 54 Meter langen 622er 162 und die 81 Meter langen 620er 264 Sitzplätze zur Verfügung haben. Die 140 km/h schnellen Triebwagen kommen auf dem RE3 in verschiedenen Kombinationen zum Einsatz, die bis zu 3 Einheiten zu bieten haben. Selber Betreiber und selbe Fahrzeuge trifft man auch auf diversen anderen Strecken im Nordwesten Rheinland-Pfalz an, weshalb im Berufsverkehr etliche weitere Flexzüge in Frankfurt zu beobachten sind. Wie die auf dem RB33-Verstärker 15.26 Uhr ab Frankfurt nach Bad Kreuznach und den RB31-Verstärkern um 15.56 Uhr, 16.56 Uhr und 17.56 Uhr ab Frankfurt mit Fahrziel Alzey, wohin man 1 Stunde und 25 Minuten unterwegs ist. Außerdem betreibt Flex einzelne Verstärker auf Linien anderer Betreiber, die wir gleich noch kennenlernen werden. Und damit kommen wir jetzt zum RE2 Frankfurt-Koblenz, der wie angesprochen genau wie der RE3 alle 2 Stunden verkehrt und Frankfurt dann dementsprechend immer zur Minute 8 der ungeraden Stunde verlässt, wie der RE3 meistens auf Gleis 20. Eine Reise entlang des linken Rheins bis Koblenz dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Auch auf dem RE2 gibt es Verstärker, die um 16.25 Uhr und 18.26 Uhr ab Frankfurt verkehren und zwischen Frankfurt und Mainz wie die RE3-Verstärker weniger halten, dafür aber zwischen Bingen und Koblenz zum Teil deutlich öfter halten. Die beiden Verstärker werden von Flex betrieben, alle anderen Züge sind Teil des von DB Regio betriebenen Südwestexpress-Kurs Süwex-Netz. Auf diesem kommen 160 km/h schnelle Fliert 3 Fünfteiler der Baureihe 1429 zum Einsatz, die mit wenigen Türen und einem für den Nahverkehr recht hohen Komfort gut für die zum Teil längeren Südwegslinien konzipiert sind. In einem Triebwagen dieser Bauart können ca. 350 Fahrgäste Platz nehmen. Auf dem RE2 gibt es zu Stoßzeiten auch vereinzelte Doppeltraktionen. Neben dem RE2 beginnen in Frankfurt noch 2 weitere Südwegslinien, die zwischen Frankfurt und Mainz im Stundentakt verkehren, dabei jedoch den nordmainischen Weg über Höchst und Hochheim nehmen. Es handelt sich um die beiden Linien RE4 und RE14, die wohl das komplexeste Liniengebilde in Frankfurt darstellen, da sich Start und Ziel nicht nur im Berufsverkehr immer wieder ändern, sondern selbst tagsüber in beide Richtungen unterschiedlich sind. Der RE4 verlässt Frankfurt üblicherweise zur Minute 38 der ungeraden Stunde und endet in der Regel bereits in Mainz. Der Zug um 15.38 Uhr fährt dabei jedoch als RE14 nach Mannheim, der um 16.38 Uhr dafür als RE4 nach Germersheim. Der RE14 startet immer zur Minute 38 der geraden Stunde und fährt mit Ausnahme der eben angesprochenen Abweichungen immer nach Mannheim. Dabei dauert eine Fahrt bis Mainz 33 Minuten, eine bis Worms 1 Stunde und 6 Minuten und eine bis Mannheim 1 Stunde und 28 Minuten. Am Wochenende fallen die Abweichungen im Berufsverkehr weg, sodass es dann durchgehend einen zweistündigen RE4 nach Mainz und RE14 nach Mannheim gibt. In der Gegenrichtung sieht es dagegen schon wieder ganz anders aus. Hier kommt der zweistündige RE4 in der Regel aus Karlsruhe, von wo aus man 2 Stunden und 15 Minuten bis Frankfurt benötigt. Der RE14 startet wie in der Gegenrichtung in Mannheim. Stammgleis der Züge dieser Linie ist Gleis 24. Zum Einsatz kommen wie auf dem RE2 die Flirt 3 Triebwagen. Im Berufsverkehr wird auch davon abgewichen. So gibt es dann auf dem RE4 etliche Leistungen mit Flex-Triebwagen. Außerdem verkehrt der RE14 um 18.38 Uhr mit einem Triebwagen der Baureihe 425, womit ausgerechnet im Berufsverkehr Züge mit geringerer Kapazität als die sonst eingesetzten Südwegstriebwagen verkehren.
Übrigens ist die Abfahrt der Linien L4 und 14 in Frankfurt immer um ungefähr eine halbe Stunde zu denen der Linien 2 und 3 versetzt, womit sich unterm Strich ein ungefährer 30-Minuten-Takt nach Mainz ergibt. Den nordmainischen Laufweg von L4 und 14 nutzen natürlich auch andere Linien, denen wir uns jetzt widmen wollen. Die erste, die wir davon betrachten wollen, ist die RB10 nach Neuwied über Wiesbaden und Koblenz, die im Gegensatz zum linksrheinischen L2 rechtsrheinisch verkehrt. Die Züge fahren im Stundentakt. Im Berufsverkehr wird jeweils in Lastrichtung zwischen Frankfurt und Koblenz ein Halbstundentakt angeboten. Abfahrt der Züge ist immer zur Minute 53 bzw. für die Verstärker zur Minute 23 von den Gleisen 22 bis 23. Wiesbaden wird nach 35 Minuten, Rüdesheim nach 1 Stunde und 40 Minuten, Koblenz nach 2 Stunden und 13 Minuten und Neuwied nach 2 Stunden und 33 Minuten erreicht. Hinzu kommen von Montag bis Freitag Verstärkerzüge der Linie RE9, die zwischen Frankfurt und Eltville verkehren und dabei den Umweg über den Wiesbadener Hauptbahnhof auslassen, was etwa 10 Minuten Fahrzeit einspart. Abfahrt solcher Züge in Frankfurt ist von Montag bis Freitag um 7.11 Uhr, 8.15 Uhr, 15.08 Uhr, 16.09 Uhr, 17.10 Uhr, 18.15 Uhr und 19.15 Uhr, wobei diese in der Regel von Gleis 24 abfahren. Zum Einsatz kommen auf der RB10 und einem Teil der Leistungen des RE9 Flirt 1 Elektrotriebwagen in vierteiliger Ausführung als Baureihe 428 oder in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 427. Ein Dreiteiler bietet 181 und ein Vierteiler 219 Sitzplätze. Doppeltraktionen kommen hier fast immer vor. Die nicht von der Vias abgedeckten RE9 Leistungen übernimmt die HLB mit den uns schon bekannten 1440er Triebwagen. Auch in Richtung Limburg an der Lahn gelangt man von Frankfurt aus stündlich. Unterwegs ist hier die RB22 der DB Regio, die den Frankfurter Hauptbahnhof immer zur Minute 29 von Gleis 1 bis 3 verlässt. Eine Fahrt bis Niedernhausen dauert 29 Minuten, eine bis Limburg 1 Stunde und 10 Minuten. Von Montag bis Freitag kommt im Berufsverkehr der RE20 hinzu, der Frankfurt immer zur Minute 1 verlässt und 7 Minuten schneller in Limburg ist. Außerdem verkehrt die RB22 im Berufsverkehr halbstündig, dann immer zu Minuten 15 und 43, wobei jener Zug zu Minute 43 in der Regel von Gleis 22 bis 24 abfährt. Zusammen mit einer Umsteigeverbindung aus S2 und RB21 besteht dann insgesamt ein Viertelstundentakt nach Limburg. Zum Einsatz kommen Wendezüge bestehend aus 5 frisch modernisierten Dosto 07 Wagen, und E-Loks der Baureihe 146.1. Im Berufsverkehr sind auf einzelnen Zügen sogar 6 Wagengarnituren unterwegs. Außerdem wäre da noch die RB12 nach Königstein, die im 30, sonntags nur im 60-Minuten-Takt nach Königstein verkehrt. Abgefahren wird immer zu Minuten 17 und 47 von Gleis 22 oder 23, wobei der Zielbahnhof nach 36 Minuten erreicht wird. Die verkehren im Misch die älteren VT2E, auch als Baureihe 609.0 bekannt, mit 92 Sitzplätzen, sowie die neueren Lind 41, sprich Baureihe 648, mit 120 Sitzplätzen. Die Linds verkennen in der Regel bis zu 2, die VT2E mit bis zu 3 Einheiten. Von Montag bis Freitag verkehren zudem morgens 4 und nachmittags 5 Verstärker der Linie RB15 ab Frankfurt, für die es dann über Bad Homburg gen Hochtaunus geht. Endpunkt ist Usingen, Gräfenwiesbach oder Brandoberndorf. Bis Bad Homburg sind Züge dieser Linie 28 Minuten, bis Usingen 1 Stunde und 6 Minuten, bis Gräfenwiesbach 1 Stunde und 22 Minuten und bis Brandoberndorf 1 Stunde und 34 Minuten unterwegs. Auch sie fahren wie die RB12 in der Regel von Gleis 22 oder 23 ab und sind in der Regel umsteigefrei auf die RB12 durchgebunden. Dementsprechend können wir auch hier die VD2E und Linz der HLB beobachten.
Zuletzt gibt es auf Frankfurter Stadtgebiet noch die RB11 Frankfurt-Hößbad Soden mit nur 9 Minuten Gesamtfahrzeit, die wie die RB12 Montag bis Samstag alle 30 und sonntags alle 60 Minuten verkehrt. Hier verkehren die uns bereits bekannten 1440 Triebwagen. Damit haben wir jetzt auch den Block Regionalverkehr hinter uns und können weitermachen mit den Linien der S-Bahn Rhein-Main, die alle 9 hier im Frankfurter Hauptbahnhof halten. Die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten alle im Tiefbahnhof auf Gleis 101 bis 104 und die S7 sowie auch S8-Verstärker zum Flughafen, am Wochenende S1-Verstärker nach Höchst und vereinzelt auch andere S-Bahn-Züge fahren oben aus der Bahnhofshalle. Dabei fährt die S7 von Gleis 1 bis 3 und die anderen Züge alle von Gleis 18 bis 23, wobei die zusätzlichen Messezüge bzw. S6-Umleiter wegen dem Main-Weser-Bahn-Ausbau auch auf Gleis 11 bis 16 anzutreffen sind. Auch weitere Ausnahmen sind natürlich jederzeit möglich. Die S1 verkehrt von Rödermark-Oberroden durch das Rottgau und über Offenbach nach Frankfurt sowie dann nordmainisch über Höchst, Hattersheim und Hochheim nach Wiesbaden. Die S2 startet in Dietzenbach und fährt wie die S1 über Offenbach und Frankfurt bis Frankfurt-Höchst, dann aber durch den Taunus über Hofheim und Eppstein nach Niedernhausen. Die S3 verbindet Darmstadt über Langen, Neu-Isenburg, Frankfurt, Eschborn und Schwalbach mit Bad Soden und wird von der S4 zwischen Langen und Niederhöchstadt verstärkt, die dann nach Kronberg weiterfährt. Die S5 fährt wie die S3 und 4 am Rand des Taunus entlang und verbindet Frankfurt Süd mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Die S6 startet ebenfalls in Frankfurt Süd und verbindet über Bad Vilbel, Großkarben und Niederwölstadt Friedberg. Die S7 startet hier am Hauptbahnhof und fährt über Walldorf, Mörfelden und Groß-Gerau-Dornberg nach Riedstadt-Goddelau. Die Linie S8 fährt von Wiesbaden zunächst nach Mainz und dann über Bischofsheim, Rüsselsheim und den Frankfurter Flughafen nach Frankfurt, von wo aus es weiter bis Offenbach-Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau geht. Die S9 tut Gleiches, fährt aber nicht über Mainz und immer bis Hanau. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt, allerdings ergänzen sich S3 und S4 sowie S8 und S9 auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten jeweils zum 15-Minuten-Takt. Von Montag bis Freitag sind zudem die S2 sowie die S1 zwischen Rödermark-Oberroden und Hochheim, die S5 zwischen Frankfurt-Süd und Bad Homburg und die S6 zwischen Frankfurt-Süd und Großkarben viertelstündig unterwegs. Am Samstag sind nur S1 und S5 verstärkt, wobei bis auf Ausnahmen die S1-Verstärker dann nur zwischen Offenbach und Frankfurt-Höchst pendeln. Hinzu kommen von Montag bis Freitag noch unregelmäßige S8-Verstärker zum Frankfurter Flughafen oder nach Kelsterbach, die es so ähnlich auch bei Fußballspielen gibt. Wenn von Montag bis Freitag die maximale Verstärkung vorliegt, ergänzen sich S1, 2, 8 und 9 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost sowie S3 bis 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd jeweils zu einem 5-Minuten-Takt. Hier im Hauptbahnhof fährt dann somit pro Richtung alle 2,5 Minuten eine S-Bahn, die immer abwechselnd nach Offenbach oder Frankfurt Süd bzw. in die Gegenrichtung nach Frankfurt West oder in Richtung Flughafen oder Höchst fährt. Hinzu kommt natürlich die S7, die in Frankfurt immer zu den Minuten 20 und 50 aufbricht. Ausgehend vom Frankfurter Hauptbahnhof erreicht man in unter 5 Minuten die Messe und das Stadtzentrum, in unter 10 Minuten Höchst und den Südbahnhof, in unter 15 Minuten den Flughafen Eschborn und Offenbach, in unter 20 Minuten Bad Vilbel, Hofheim, Neu-Isenburg und Rüsselsheim und in unter 30 Minuten Hanau, Friedrichsdorf, Karben, Hochheim und Bischofsheim. Darüber hinaus dauert eine Fahrt nach Dietzenbach 32 Minuten, eine nach Niedernhausen 34 Minuten, eine nach Riedstadt-Goddelau mindestens 35 Minuten, eine nach Friedberg 37 Minuten, eine nach Darmstadt 39 Minuten, eine nach Rödermark-Oberroden 44 Minuten und eine nach Wiesbaden je nach Linie zwischen 42 und 57 Minuten. Auf den Linien 2 bis 6 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 mit 192 Sitzplätzen.
und auf den Linien 1, 8 und 9 für 30 Triebwagen mit 184 Sitzplätzen zum Einsatz. Auf der nur außerhalb des Tunnels verkehrenden S7 sowie den S8 Kurzpendeln nach Kelsterbach kommen modernisierte Triebwagen der Baureihe für 25 zum Einsatz, die 198 Sitzplätze je Einheit bieten. Mit Ausnahme von S4 und S7 sowie den S8 Kurzläufern zum Flughafen können dabei auf allen Linien bis zu 3 Einheiten zum Einsatz kommen. Zuletzt sei noch ein wenig der Stadtverkehr zu erwähnen. Eine Etage über der S-Bahn halten die U-Bahn-Linien U4 Bockenheimer Warte Enkheim und U5 Hauptbahnhof Preugensheim. Sie verkehren je nach Wochentag in einem jeweiligen 15, 10, 7,5 oder 5-Minuten-Takt und ergänzen sich zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache, sodass hier im Berufsverkehr wie bei der S-Bahn ein 2,5-Minuten-Takt angeboten wird. Eingesetzt werden auf beiden Linien die U5-Triebwagen. Auf dem Bahnhofsvorplatz halten zudem die Straßenbahnlinien 11, Höchstzug-Schwertstraße, Ferchenheim-Schießhüttenstraße, 12, Schwanheim-Rheinlandstraße, Hohe-Junkerstraße, 14, Gerlos-Mönchhof-Straße, Bornheim-Ernst-Mai-Platz, 16, Ginheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17, Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21, Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Es kommen die Stadtbahnwagen Typen R und S zum Einsatz. Wie auf der U-Bahn variiert der Takt je nach Tageszeit und Wochentag. Ebenfalls vor bzw. neben dem Bahnhof fahren auch noch einzelne Stadt- und Regionalbuslinien ab, auf die ich hier allerdings nicht weiter eingehen werde. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.